Servus miteinander. Ja, Freitag ist schon wieder. Freitag, das Video kommt, keine Uhr dran, gerade eben online, das aktuelle. Ja, und ich mache weiter. Ich habe wieder viel Arbeit vor mir. Ja, das letzte Video, da ging es um die Teile, die gekommen sind. Heute hat mir der Vater schon Bilder mitgebracht. Heute haben sie den Block innen abgefräst. Vom Feinsten. Obendrauf richtig schön plan wieder. Dass die Kopfdichtung dann auch richtig abschließt. Sauber. Da bin ich auch mal richtig gespannt. Ja, und was mache ich jetzt? Ganz einfach. Man sieht schon, Stottel offen. Kippe ist normalerweise leer. Müssen wir mal hochsteigen. Ja. Kippe ist, wie man sieht, leer. Ich brauche im Pferdestall oben Heu und Stroh. Und nachdem man unter dem IHC die Heckmulde dranhängt, weil er da letztens was geholt hat, gebracht hat, habe ich mir gedacht, gut, mein Auto habe ich heute stehen lassen draußen nach der Arbeit. Könnte ich eigentlich meinen Kram nehmen, komme ich jetzt am besten von allem ran. Ach so, weil ja mal der Kommentar kam, in unserer Scheune darf man keine Angst vor Spinnenweben und Spinnen haben. Ach, ich sag mal so, ist ja nicht dramatisch, wenn es dunkel ist, sieht man sie nicht, da läuft man immer bloß rein. Ja, gut, ist halt der alte Stottel. Hängen natürlich massig Spinnenweben hier oben. Klar könnte man raufgehen und könnte mit einem Besen nochmal alles runterkratzen, aber ganz ehrlich, also die Zeit, die fehlt mir tatsächlich komplett. Wenn ich jetzt von oben bis unten den ganzen Stottel machen wollte, also da bin ich wahrscheinlich hinten dann irgendwann nochmal fertig. Dann kann ich von vorne wieder anfangen. Das ist so ziemlich das Unmöglichste zu schaffen. Also ich glaube, das Thema haken wir mal gleich ab. Saubermacher brauche ich hier oben eher nicht. Na, dafür hat man hier oben keine Insekten, das hat auch einen großen Vorteil. Das Gespann ist sicher mal wieder gewünscht worden. 28 PS Krame und ohne Kronekippe.
und eine 5,5 Tonne. Ja, dann laden wir mal aus. Wie das geht, kennt ihr ja. Wir sehen uns wieder, wenn ich fertig bin. Aufgrund der aktuellen Wetterlage habe ich jetzt den Heuwinter mal verschoben. Schon wieder. Mist. Es regnet. Da habe ich keine Lust, da unten rumzustiefeln und das Ding da rauszuzahlen. Mache ich vielleicht morgen früh. Da fange ich erst um 12 Uhr arbeiten an, Mittag. Oder eventuell am Montag an meinem freien Tag. Da muss ich mal gucken. Aber jetzt aktuell nicht. Außerdem ist jetzt schon wieder soweit. Abendessen. Naja, schauen wir mal, kriegen wir schon hin. Samstag ist gestern nichts passiert, nichts weiter gemacht. Heute am Sonntag haben wir gesagt, gehen wir aufs Schlepper treffen. Und ja, wir sind mit dem IHC und mit dem KL 300 hier. Am KL 300 habe ich heute meinen Steib dabei. Und der IHC, da sind der Vater und die Mutter damit gefahren. Der steht da. Normal ist das immer der Schlepper von meinem Bruder. Den hat der immer. Ja, Vollkabine und Radio. Ist halt bequemer. Ne? Ja, und da sind wir heute. Schlepper treffen alten Floß, wie gesagt. Mal ein wenig durchlaufen, mal ein wenig rumgucken. Die Ausfahrt mache ich heute mal nicht mit, habe ich gesagt. Ich habe den Anhänger dran. Der Rahmen steht auf dem Platz ziemlich weit hinten, eben weil ich so lang bin. Aber ich habe gesagt, ich möchte mal was anhängen. Ladewagen oder sowas wäre natürlich noch interessanter. Ja, und hier mal einen kleinen Rundblick über den Platz.
Das mal recht bunt gemischt, nicht ganz sortenrein aufgestellt. Ja. So, der IHC. Also, Sie hören schon zwischenzeitlich der Countdown läuft für die Ausfahrt hier um die Gegend hier um Alp los. Ja, 13.23 Uhr Minuten, ja, in Kürze werden wir das Markkorde hier zu dieser Rundfahrt hier auf die Schiene. Oh!
denke mal, dass er bald aufgeflogen ist. So, zwischenzeitlich wurde eingebrochen und zu den Bürgermeisterin, die Simone Kuschner, die ist ja heute auch schwer unterwegs, schwer im Stress, musste ein Hochzeitspaar machen, also ich bin da gewesen, und das Hochzeitspaar einmal hier aus Ostgelände hier transportieren oder mal schnell. Reihe für meinen speziellen Freund Modelleicher.
ja, einfach mal ein kleiner Rundgang hier auf dem Gelände. Mal die Schlepper, die jetzt so aktuell da sind, ist alles ein wenig vertreten. Schlüter, Allgeier, IHC, Case, Deutz, Eiche, was man sich nicht so vorstellt, Cedor habe ich gesehen. Ja, und hier hinten steht mein bescheidenes Gespann. Mein Krame mit meinem Steib. Ja, wie gesagt, mein Hängerchen hinten dran. Und mein Krame davor. Ja, und gleich nebenan steht noch ein Deutzer D8006. Auch ein schöner Schlepper, auch vertreten. Natürlich ein paar neue Maschinen hier. Große Steier oder der New Holland. Ja, so sieht es hier aus. Jetzt geht es zur Rundfahrt los. Ich werde einen Teil davon vielleicht mitfahren, biege aber unterwegs ab und mache mich auf dem Heimweg. Ich bleibe heute mal nicht so lange, ich habe dann meinen Stall noch zu machen, ganz normal. Heute Abend will ich ja Milch holen, weil ich nochmal selber einen Käse machen möchte. Ich gehe immer rauf, ich schaue mir das an, ich freue mich immer, wenn wir das Eis Ortsherr gucken, für das Essen mitmachen und ja, dann geht es wieder heim. Wie gesagt, ich habe daheim auch noch Arbeit, aber es ist immer mal ganz schön hier so ein wenig drüber zu laufen und da mal mit dem Schlepper da zu sein. Sowas kann man schon mal machen. So, und da sind wir wieder daheim. Der Krame steht hinter mir, der Anhänger ist wieder in seiner Blechgarage. Alles aufgeräumt, passt soweit. Mein Kumpel war heute mal ausnahmsweise nicht dabei, der freut sich jetzt, dass ich wieder da bin, gell, Reili? Ja, wo war er denn? Ja, wo war er denn? Oh! Hundilein. Ja, Treffen hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind aber in ihrer Heim. Ich habe die Rundfahrt halb mitgemacht und bin dann in Muggerath, in Muggenreuth, abgebogen und heimgefahren. Meine Eltern, die sind mit dem IHC gerade die Runde fertig gefahren und sind da dann auch heimgefahren. Ich war 5 Minuten vor ihnen daheim, obwohl ich nur 19 Stundenkilometer fahre und der IHC schätzungsweise 34. Ja, wie gesagt, der steht jetzt da. Später wird er dann noch aufgeräumt. Und das war's dann für den Sonntag. Ja. Ich denke mal, hier werde ich dann für dieses Video den Abschluss machen. Ob ich morgen oder was ich morgen mache, weiß ich noch nicht genau. Aber sonst wird es zu umfangreich und zu lang. Und deswegen würde ich sagen, hier an dieser Stelle machen wir Cut. Eigentlich hatte ich zu meinem Oldtimer-Treffen-Video gestern schon Schlusswort gesprochen am Sonntag. Hab nicht bis Montag gewartet, weil ich gedacht habe, alles was am Montag kommt, wird mir eh zu lang. Ja, jetzt aber hier auf diesem Wege noch eine kleine Ankündigung. Heute ganz spontan, der ein oder andere hat es vielleicht bis morgen dann auch schon auf Instagram und Facebook gesehen. Wir haben heute Kartoffeln gegraben mit dem Samro-Roder. Dazu werde ich am Freitag quasi Spezial machen. Kartoffelspezial nenne ich das dann. Ganz normaler Farmvlog, da geht es halt dann mal nur um Kartoffeln, nichts anderes. Ja, das ist heute ganz spontan gewesen. Ich habe den Vater angerufen und gesagt, ich habe die Rechnung von Granit überwiesen. Und dann sagt er, kein Problem. Ob ich die Kartoffeln schon angegraben habe, kommt jetzt dann heim. Wir ernten. Naja, haben wir jetzt gemacht. Ja, das erfahrt ihr ja dann alles, wie gesagt, am Freitag. Das seht ihr dann. Das sage ich jetzt aber nicht mehr dazu. In diesem Sinne sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum Freitagsvlog. Freut euch auf die Kartoffeln, freut euch auf den Samro-Rode. Bis dahin. Servus.